Ja, also bei meiner Idee geht es hauptsächlich darum, wie die Frage auch schon sagt, wie kommen Zuckerrüben ins E-Auto? Und dabei eigentlich in einen ganz bestimmten Teil, und zwar in die Akkumulatoren der E-Autos, also in sozusagen die Batterie. Momentan sind meistens in E-Autos Lithium-Ionen-Akkumulatoren eingebaut und diese bestehen aus sehr vielen Bestandteilen und den zwei wichtigsten Bestandteilen, die Anode und die Kathode. Die Anode wird momentan aus Graphit hergestellt und dieses Graphit wird gewonnen aus Naturgraphit, also abgebaut, oder aus Erdölabfällen. Und das sind beides natürlich endliche Ressourcen, das heißt, wir können nicht ewig so weiterwirtschaften und müssen eben mal schauen, wie wir das Ganze nachhaltiger gestalten können, dass wir eben auch in den E-Autos tatsächlich unseren Zukunftsmarkt sehen können und darauf bauen können. Jetzt hatte ich die Idee, dass man diese Graphitanode ersetzen könnte, und zwar mit einem ganz besonderen Material, das ich aus Zuckerrüben gewinne. Jetzt fragt sich natürlich jeder, ja, warum genau Zuckerrüben? Das hat den Grund, dass Zuckerrüben eigentlich, wie der Name schon sagt, aus nichts anderem als Zucker besteht, also Saccharose, dem ganz handelsüblichen Haushaltszucker. Und das besteht wiederum aus zwei Einfachzuckermolekülen. Und wenn ich die jetzt wieder genauer angucke, besteht das Ganze aus nichts anderem als Kohlenstoffatome. Und die Graphitschicht, die momentan als Anode verwendet wird, besteht eigentlich auch nur aus Kohlenstoffatomen oder Kohlenstoffverbindungen. Und da ist eben das Wichtige, dass sich eine Schicht bildet, sodass die Lithium-Ionen interkalieren können in diese Schicht. Denn das ist das Prinzip unserer Batterie. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann ich meine Zuckerrübe so bearbeiten, dass tatsächlich eine Kohlenstoffstruktur rauskommt, die ich dann genauso verwenden kann? Und das ist eben tatsächlich der Fall. Und um das Ganze hinzubekommen, muss ich natürlich meine Zuckerrübe erstmal verarbeiten. Das heißt, ich mache erstmal einen Zuckerrübenbrei sozusagen aus meiner Zuckerrübe oder eine Art Zuckerrübensirup, vermische diese dann mit Wasser und erhitze sie in einem Autoklaven. Ein Autoklav kann man sich vorstellen wie so ein riesiger Schnellkochtopf. Das heißt, ich erhitze das Ganze unter sehr, sehr hohem Druck und sehr hohen Temperaturen. Wenn ich das jetzt eine ganze Weile lang mache, in meinem Fall waren das 8 Stunden am Stück, dann bekomme ich eine schwarze Masse raus. Diese schwarze Masse muss ich dann auftragen auf eine Folie und die muss ich dann wiederum trocknen. Und dann kann ich aus dieser getrockneten Folie mit meinem Slurry drauf, kann ich dann die Anode herausstanzen. Und diese Anode, die nutze ich jetzt, um eine Batterie herzustellen. Jetzt lässt sich daraus natürlich schließen, dass durch weitere Forschung, in der ich das Ganze noch verbessern möchte, mehrere Parameter austauschen möchte, sich das noch um einiges verbessern wird oder hoffentlich verbessern wird. Das heißt, wir sehen in diesem ersten und inzwischen schon zweiten Testverlauf auf jeden Fall ein sehr hohes Potenzial. Und es bedarf eben noch sehr viel Forschung, damit tatsächlich dann in ein paar Jahren unsere E-Autos mit Hilfe von Zuckerrüben durch die Gegend fahren können. Aber das Potenzial ist da. Wir haben gezeigt, es ist möglich.